Oh nö. Es regnet. Warte mal, es regnet. Beste Tarnung ever. Wenn es regnet, dann sieht es so aus, als wäre der Turm von alleine ausgegangen. Boden fängt an zu dampfen, als der Regen aufhört. Sollen wir das jetzt Angst machen? Wenn ja, es hat geklappt. Da ist er ja, der Leuchtturm. Was ist? Stachelgras. Ist das ein Wolf oder ein Hund? Aua! Es greift mich an. Schade, eigentlich mag ich Huskies. Oh nö. Ja, ich vergebe dir, wenn du dich wiederholst. Da geht's zum Leuchtturm. Wo geht's hier hin? Offenbar auch zum Leuchtturm. Was war das? Wo kam dieser Pferdesound her? Ach, dich gibt's auch noch. Hallo Pferd. Wo kommst du denn her? Vor allem, warum musst du genau jetzt hier auftauchen, wo du... Oh ey, nee, wirklich? Ha, an dir vorbeigekommen. Mein Pferd hat mich eingeholt. Nach wie vielen Folgen? Wann haben wir das gekauft? In Folge 20? Krass. Was ist denn so alles passiert? Interessante Ansammlung von Waffen, mein Guter. Masaga. Hey, was habt ihr hier zu suchen? Ich wollte mal wissen, wer hier unten wohnt. Macht dich das nervös? Hast du irgendwas zu verbergen? Oder ich rufe die Wachen. Offenbar hast du etwas zu verbergen. Ich sehe schon. Alles leider nur Klauber. Na okay, dann bin ich wieder weg. So, wo ist mein Pferd? Na, endlich bringt die Pferdepfeife auch mal was. Weil es lecker ist. Los Leute, folgt mir. Was, könnt ihr nicht reiten? Irgendwie eine geile Einstellung. Und ich muss gerade echt einen Weg raten. Ah, danke, Inigo. Eine Fackel ist genau das, was wir gerade brauchen. Ich wünschte, der Leuchtturm wäre an. Dann sieht man vielleicht, was wo passiert. Natürlich könntest du das. Olle Kraken entdeckt.
Sieht ein bisschen leer aus. Was ist denn jetzt schon wieder los? Uah. Leute, ich gehe ja schon. Korsaren. Todkorsaren. Warum nicht? Ich glaube nicht. Aber jetzt ist auch zu spät, wenn du mich fragst. Weiß ja keiner, dass man hier erstmal die Leute fragen muss, ob man an Bord kommen darf. Na komm. Having fun, my friend? Mit der Dame hier natürlich. Hier liegt Skoma rum. Das ist natürlich ein bisschen delikat, möchte ich meinen. Ja, wessen Schuld war denn das? Nicht meine. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Alles, was mir zu schwer ist. Ganz einfach. Denn du kennst ja das Problem. Oh, und Glückwunsch, du hast das Eisenschwert der dritten Ära geerbt. Von einer gewissen ehemaligen Begleiterin. Boah, komm hier, die Stiefel kriegst du auch noch. Feine glänzende Gewänder, nur für dich. Fellarmschienen, nur für dich. Goldene Saphir, Hinrichtungskapuze bleibt meiner. Den kaiserlichen Helm behalte ich mal gleich. Hier, eine Kapuze kriegst du. Lederrüstung, bestimmt ganz cool für dich. Ich sehe schon, du weißt, was man tragen sollte. Dann mal weiter, genau. Ich habe hier eine Skoma-Flasche gefunden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass hier noch mehr rumliegt. Knoblauch, verfaulter Kohl, Honigwaben. Was? Ich bin der König der Welt! Wuhu! Sollte den Blödsinn lassen. Wir sind wahrscheinlich momentan schon in Folge 100. Krass. Wir sind immer noch in Einsamkeit. Die letzten 10 Folgen sind wir quasi kein Stück weitergekommen. Tut mir fast ein bisschen leid, dass ich so langsam bin, aber... Das war auch der Grund, warum ich dieses Let's Play ewig nicht anfangen wollte, weil ich weiß, es dauert ewig. Umso lustiger wird es dann wahrscheinlich sein. Danke. Ja. Umso lustiger wird es dann wahrscheinlich sein, wenn wir in 3, 4, 5 Jahren mal fertig sind. Kann dauern. Nochmal 2 Skoma-Flaschen. Wer lässt sowas denn blöde hier rumliegen? Das ist ein bisschen dumm, wenn ich das mal so sagen darf. Alles verfault, das Zeug hier. Ja, naja. Ein leicht feliniges Problem. Da musst du dich nicht für schämen. Das ist halt genetisch in dich eingesetzt. Aber du kannst ja mal versuchen, das zu überkommen. Oh, da liegt noch eine Skoma-Flasche. Wenn ich rankomme. Gib mir die Skoma-Flasche! Gib mir die Skoma-Flasche! Na dann halt nicht.
Meint ihr, es wäre schlau, sich da rein zu begeben? Kommt mir leicht unschlau vor. Ich werde es trotzdem tun. Mal gucken, ob noch wer an Bord ist. Halt die Messer bereit, Inigo. Er wird gar nicht essen. Wie schön ich mir ins Fäustchen lache. Mit. Was ist denn an einem Krug hier und da so falsch? Doofe Bienen mit ihrem blöden Honig. Es gab einst eine Holde, ihr Haar ist griechisch. Ist das was? Des Frühlings ins Dras bekam. Let's get this over. Na komm. Komisch, dass sie uns gesehen haben. Ich dachte, wir sind gut versteckt. Offenbar nicht. Ich trage mal wieder zu viel und kann natürlich nicht rennen. Was ist denn in dem Sack drin? Wahrscheinlich diese geheime Magie macht Holz zu Gold. Ja, wenn ich das bloß könnte. Dann wärst du Händler. Ein feiner Skuma, das wäre jetzt was. Importierte, nur ein kleiner Schluck. Offenbar ein leicht abhängiger. Skoma ist ja hierzulande irgendwie etwas verteufelt. So, aber ich werde jetzt noch mal was anderes machen. Und zwar, wo haben wir es denn? Realistic Needs war das, glaube ich. Alkohol und Vergammelung von Nahrung. Ich glaube, ich stelle das mal aus, weil mittlerweile ist alles vergammelt, was wir... Mittlerweile, weißt du, du kommst irgendwo hin und das Zeug ist schon vergammelt, weil du irgendwo mal an dem Fass vorbeigelaufen bist. Das ist ein bisschen doof, möchte ich fast meinen. So, habe ich jetzt das vergammelte Zeug noch bei mir im Dings? Nö, sieht nicht so aus. Das waren gerade das letzte. Verfaultes gegrillter Lauch. Ja, komm, essen. Was soll schon passieren? Ach ja, bitte mal nach Dings sortieren. Alte Kartoffeln, zwei weg. Verfaulter Kopfkopf, verfaultes Brot, verfaultes, ne, vergammeltes Fleisch, Ziegenbein, verkohltes Fleisch. Ach, brauche ich später bestimmt noch für irgendwas. Wein der Suril-Brüder? Erlogene kleine Hure. Das Ball ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? Ich würde mal interessieren, warum diese Khajiit alle so
so komisch drauf sind. Ich habe bisher eine Karawane getroffen, die war ganz in Ordnung. Und der Rest waren irgendwie alles... Naja, mal abgesehen von... Ja doch, Inigo hat uns ja auch über den Haufen gehauen, also... Schon komisch. Sie trägt ja noch immer unser Dings, ne? Unsere Vampirrüstung. Nur damit ich noch im Kopf habe, wo die ist. Ihr geht vor, ich folge. Nicht so laut! Wenn er mir nochmal so kommt, der eins auf die Mütze kommt. Hol ihn mir in Schule und mach den großen Kummer. Wie schnell das Freie ist, wie schön ich mir ins Fäustchen lache. Ich bin mir noch immer nicht sicher. Oh, eine Laute. Warum ist hier alles umgeworfen? Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausholen. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Oh, endlich. Dann lass mich mal kurz zu Fertigkeiten gehen. Schleichen Level 50. Na komm, einen hoch. Nein, genau. Räucheklinge. 15-facher des normalen Schadens. Hat das den anderen vielleicht irgendwie aufmerksam gemacht? Ach, sei doch ruhig. Jemand muss etwas unternehmen. Bete zu Denda, solange ihr noch könnt. Wo seid ihr? Ready or not, my friend. Erster Offizier, sieh mal einer an. Ein Ork, sieh einer an. Schlüssel zur Truhe der holden Kraken. Welche Truhe? Vor allem war es das jetzt schon? Nein, irgendwer scheint noch immer auf diesem Schiff zu sein. Telan, wir müssen unbedingt mal über deine Zauber reden. Und über deine laute Aussprache. Was soll ich nehmen? Vielleicht sollte ich mir langsam wieder aufhören, sämtliches Zeug einfach einzustecken, das ich finde. Ich will ihr doch nur die Möglichkeit geben, sich die beste Ausrüstung zu geben. Das erfordert nun mal, dass ich auch alles zustecke, was ich finde. Ich sollte langsam aber echt mal die ganzen Pfeile und sowas sortieren, weil ich sehe kaum mehr durch, was ich noch alles bei mir habe. Geht ihr voran? Hab euch!
Autsch! Habe ich noch Heiltränke dabei, zufällig? Das wäre mir sehr, 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 sehr... Scheibe! Warum ist hier eigentlich jeder stärker als ich? Nein! Ach, warte. Habe ich die Fähigkeit jetzt schon ausgerüstet? Ich hoffe doch, oder nicht? Oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Schleichen 50, Talentpunkte, ja doch. Orkscher Dolch? Elfendolch. Aber ich war doch versteckt. Meine Güte, ey. Dass hier mal alles schief gehen muss. Wozu bereite ich mich eigentlich noch vor? Ja, ja, macht ihr mal. So, ich dachte schon, da oben liegt noch ein bisschen Skoma rum. Na, beweg dich. Denn die Bestiengestalt hier gar nicht drin. You want to ask me something? What would you have me do? I will aid you if I can. I can't do that. I am sorry. Wollte ich auch gar nicht. Ich dachte nur, du hast vergessen, dass ich was von dir will. Okay. Was? Be ready for a fight, my friend. Ich bin ready. Bist du auch ready? Natürlich war das feige. Was meint ihr, warum ich Companions dabei habe? Damit ich ehrenvoll kämpfe? Da überlebe ich doch lieber. Bring doch mal bitte deinen Wolf unter Kontrolle. Ein was? Keine Ahnung. So, die Fässer hier scheinen nicht wirklich ansprechbar zu sein. Oh, aber das da oben. Da kann ich Sachen mitnehmen. Bin ich mal gespannt, was im Hafen abgeht, wenn wir da den Typen treffen, der uns eigentlich was versprochen hat. Nein, sag nicht, jetzt kommt noch der Captain. Wenn ja, dann ist er nicht hier. Und auch nicht hier, okay. Ich dachte, ich habe den Schlüssel zur Truhe dieses verdammten Schiffes. Ja, okay. Soll mich jetzt nicht weiter stören. Ich wollte sowieso die Truhe aufschließen. Also, aufknacken. Und?
Dietrich und Gold. Ja, natürlich nehme ich wieder den Korb und nicht das, was drin steht. What cargo? Is this vessel transport, I wonder? Ja, ich mich auch. Irgendwie nichts Brauchbares, nur ein paar Leute. Übrigens, Inigo, wir sind jetzt, glaube ich, offiziell Piraten. Oh, hier könnte noch jemand sein. Ey. Na, warte einen Moment. Ja, setz dich mal hin. Lässt sich einfacher einsammeln. Junge, mach's nicht zu albern. Smells like wood and salt. Naja, wonach sonst? Wir sind hier immerhin in einem Schiff, das aus Holz besteht. Umringt von einem riesengroßen Haufen flüssigem Salz. Okay, offenkundig ist hier niemand. Soll mir recht sein. So ein Ding haben wir doch schon mal gefunden, oder? Das Buch nehme ich mit. Das ist dreimal das gleiche Buch. Und den Stein, den nehme ich auch mit. Kapitänstruhe, ja, gleich. Erstmal. Naja. Gib mir alles. Ich wollte eigentlich die Truhe öffnen. Schatulle, Entschuldigung. Wer legt denn 4 Gold in eine Schatulle? Ach, die ist auch zu. Wozu habe ich eigentlich einen Schlüssel bekommen? Ernsthaft, wozu hat der gedient, wenn ich hier alles aufknacken darf? Ah, ein bisschen tiefer. Klick. Amethyst, Gold und ein Ausdauertrank. Lohnte sich immens. Ich bin direkt hinter euch. Jetzt darfst du auch weiter schreien. Was soll ich nehmen? So, machen wir das Ganze nochmal, ja? Ach nee, warte. Da oben sind noch angezogene Leute. Ihr geht vor, ich folge. Genau. Wobei jetzt natürlich könnte man abwägen, was wäre schneller? Erst das Zeug ihr geben, dann hochrennen und ihr nochmal das Zeug geben? Oder erst das Zeug ansammeln und ihr dann das Zeug geben? Wahrscheinlich erst das Zeug ihr geben, hochrennen und dann ihr das Zeug geben. Aber wen kümmert's? Witzig, dass hier überall Wasser reinkommt. Mal gucken, wann sie das rausholen. Beziehungsweise, wann holen die das raus? Ist ja nicht so, als könntest du jetzt hier einfach einen Eimer schnappen und das ganze Zeug runter. Das ist den Schlüssel, den habe ich gar nicht mitgenommen, weil ich den Typen nicht ausgeräumt habe. Jetzt macht es natürlich Sinn. Dann ist klar, dass ich die Truhen knacken musste. Scheiße. Was soll ich nehmen? Alles. Ich muss zu Hause auch unbedingt mal irgendwelches Zeug ablegen. Das langsam wird's albern.
meine, das Adoptionsschreiben und all so ein Blödsinn, obwohl, das habe ich hier gerade erst bekommen, ne? Das konnte ich noch gar nicht ablegen quasi. Fellarmschiene und sowas ich hier habe, das ist echt nicht mehr feierlich. Die Halskette finde ich so cool, die will ich irgendwann mal verzaubern. Das müssen wir aber erstmal verzaubern lernen, glaube ich. Dann mal. Los. Nö, erstmal gucken, neue Stufe. Gesundheit sieht ganz gut aus. Yep. Ganz schön kurvig, dieses ganze Schiff. Aber was kümmert's mich? So, draußen steht jetzt die Wache und will mich abführen.